Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal einen DM-Haul für euch. Der letzte ist ja schon so lange her. Ich glaube, der letzte ist vom letzten Jahr. Ich verlinke euch auf jeden Fall den DM-Haul vom letzten Jahr hier oben. Also wenn hier ein i-Punkt drauf ist, also hier oben, dann klickt da drauf, da findet ihr dann zu meinem letzten DM-Haul. Und ja, ich war wieder shoppen, weil wir sind im Mai. Und ich war in diesem Monat noch gar nicht bei DM, beziehungsweise doch, aber ich habe wirklich nur das Nötigste gekauft. Also das, was ich gebraucht habe, zum Beispiel Zahnpasta oder Mundspülung, also solche Dinge. Da habe ich wirklich immer nur wirklich sehr, sehr wenig Geld ausgegeben. Jetzt habe ich einen Großeinkauf gemacht, jetzt habe ich mir mal was gegönnt und jetzt habe ich richtig fett Kohle dagelassen. Also ich glaube, ihr wisst, wie das ist, wenn man nach DM geht. Also man denkt immer, das kann ich mitnehmen, das kann ich mitnehmen, das kann ich mitnehmen. Und nachher sieht man die hohe Rechnung dann, wenn man bezahlt, ne? Also so ging es mir jetzt bei DM. Ich habe einiges gekauft, also Sachen, die nötig waren, aber auch Sachen, die unnötig waren. Also sehr viel habe ich gekauft. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was ich mir gekauft habe. Okay, fangen wir mal mit dem unspektakulären an, und zwar Backpapier. Und zwar sind das diese Backpapier-Zuschnitte, die benutze ich total gerne. Und ja, Backpapier. So, weiter geht's mit mit Maschinenpfleger. Ich habe mir davon zwei gekauft. Einen habe ich schon benutzt. Die kaufe ich immer, um die Spülmaschine sauber zu machen, weil ich glaube, das letzte Mal ist schon so lange bei mir her. Und ja, die Spülmaschine musste mal wieder sauber gemacht werden. Deswegen habe ich das gekauft. Falls ihr mir irgendwelche Spülmaschinenreiniger empfehlen könnt, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare rein. So, dann geht's weiter mit der Spülmaschine. Und zwar Kalgonit Finish. Das sind diese Tabs, hier sind 80 Stück drin. Diese Packung kostet um die 10 Euro, aber ich bin wirklich mit Preis-Leistung sehr zufrieden. Und ich habe so eine große Packung immer für 6 Monate. Genau, 6 Monate reicht das aus. Ja. So, gut, weiter geht's mit der Spülmaschine. Natürlich brauche ich auch Spezialsalz für die Maschine. Da kaufe ich immer das hier, weil das relativ günstig ist. So, dann brauchte ich eine neue Mundspülung und da habe ich diese mitgenommen von Dontodent. Ich probiere mich da jetzt durch, weil mit der weißen war ich nicht so zufrieden gewesen. Das ist jetzt die antibakterielle Mundspülung mit Minzaroma und ohne Alkohol und ohne Ethanol. So, weiter geht's. Da habe ich mir eine Bodylotion gegönnt und zwar die wollte ich schon so lange haben. Und jetzt habe ich sie mir endlich gekauft und zwar ist das die gehypte Bettina Borty Hand and Body Lotion Vanilla, diese hier. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, also die riecht stark nach Vanille. Ich hoffe, ich habe die richtige genommen. Die ist jetzt so, die riecht so nach parfümiert, also stark parfümiert. Also im Geschäft roch sie anders, oder? Das ist jetzt, ich hoffe, ich habe die richtige. Weil letztens gab es die Body Lotion und die Body Milk. Und jetzt ist das eine Lotion. Jetzt war da nur diese halt da, diese Lotion. Naja, ich bin gespannt. Ich werde euch dann bestimmt berichten, wie ich sie finde. Spätestens in einem Aufgebraucht-Video. So, dann geht's weiter mit einer Body Lotion. Und das ist auch wieder eine gehypte und ich musste sie auch unbedingt ausprobieren. Und zwar ist das die Balea Spray-on Body Lotion, diese hier. Ich weiß nicht, kennt ihr die schon? Und zwar sprühen, kurz eincremen, fertig. Also das ist so eine Sprühlotion, die sprüht man sich so auf die Haut. Ich weiß nicht, muss man sie dann noch verreiben? Ich weiß es nicht, aber ich bin schon sehr gespannt, wie die so ist. Günstig war sie nicht. Sie hat nämlich um die 3 Euro gekostet. Und finde ich schon viel für 150 Milliliter, weil ich meine, die andere, diese Vanilla, die hat auch 3 Euro gekostet für 500 Milliliter, ne? So, von daher, mal schauen, wie diese ist. Habt ihr schon Erfahrungen mit dieser Bodylotion gemacht? Wenn ja, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. So, weiter geht's mit der nächsten Bodylotion und die habe ich gewonnen bei einem Blogger-Gewinnspiel.
Und zwar ist das die Baby Janke Granatapfel Smoothie Body Lotion. Und Leute, die riecht auf jeden Fall mega, mega gut. Ups. Ups, das war jetzt nicht geplant. Das habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber nun gut. Also sie riecht auf jeden Fall sehr gut nach Smoothie und Granatapfel. Und ihr wisst ja, ich liebe Granatapfel über alles. Ausprobiert habe ich sie noch nicht, aber ich teste sie jetzt mal aus, weil, ja. Also ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie ich diese Bodylotion finde. Ihr könnt mir schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die kennt und wie ihr die findet. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr lieber Bodylotions mögt oder Bodymilks. Weil ich war früher immer der Bodymilk-Fan, aber mittlerweile der Bodylotion, weil die ist halt, Bodylotion ist halt flüssiger und die kann man leichter verreiben. Also deswegen finde ich Bodylotions besser mit der Milk. Da hat man immer so einen Milchschleier auf der Haut. Kennt ihr das? Habt ihr das auch immer oder ist das nur bei mir so? Ups. Sehe ich gerade. Okay. So, dann geht's weiter und zwar habe ich hier ein Adidas Duschgel. Also das finde ich auch sehr interessant und ich bin sehr gespannt, wie das so ist. Es riecht auch sehr, sehr gut, weil von Adidas habe ich noch keinen Duschgel getestet. Also ich bin sehr gespannt, wie das so ist. Und dann habe ich von Adidas ein Deo und zwar das hier. Und zwar ist das mein Lieblingsdeo. Wenn ihr meine Videos verfolgt, dann wisst ihr das. Also ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Mir hat das mal eine Freundin empfohlen. Daraufhin habe ich mir das gekauft und getestet und ich bin wirklich zufrieden mit diesem Adidas hier. Also vom Duft her, jetzt rieche ich natürlich nichts. Ja, das ist der. Ja, der ist richtig, richtig, richtig gut. Also falls ihr ein gutes Deo sucht, kann ich euch das sehr empfehlen. So, weiter geht's und zwar ist mein Gesichtswasser leer gegangen. Und da hatte ich eine Zeit lang kein Gesichtswasser. Ja, ist schon ein bisschen doof, aber ich habe es nachgekauft und zwar zweimal. Das von Balea pflegendes Gesichtswasser für trockene und sensible Haut. Ich hatte ja das von Rival de Loop, das finde ich auch sehr gut. Aber das, ich war jetzt halt bei der M gewesen, deswegen habe ich mir jetzt 2 Stück davon mitgenommen, weil die gehen wirklich sehr schnell leer. Ich weiß nicht, geht das Gesichtswasser bei euch auch immer so schnell leer? Das könnt ihr mir auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Dann habe ich mir noch etwas gekauft und zwar das gehypte Balea Rasieröl. Das hier, ich kenne es nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Falls ihr das kennt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet. Weil ich bin sehr gespannt. Das kostet ja um die 3 Euro. Aber ich bin wirklich gespannt, wie das Rasieröl so ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, anstatt dieses Rasiergel Rasieröl zu benutzen. Hier steht sogar für empfindliche Haut, für eine besonders sanfte Rasur. Also da bin ich gespannt. Ja, aber schreibt mir mal gerne, wie ihr das so findet. So, weiter geht's mit etwas Unspektakulärem und zwar Haushaltshandschuhe. Die habe ich mir gekauft, weil ich darf ja nicht ohne Handschuhe putzen, beziehungsweise, ja genau, putzen. Immer nur mit Gummihandschuhen, weil ich habe empfindliche Hände. Und ja, da hat mir auch der Hautarzt gesagt, nur mit Handschuhen putzen und alles am besten mit Gummihandschuhen. Ja, weil ich halt sehr empfindliche Hände habe. Und ja, deswegen brauche ich immer wieder Haushaltshandschuhe. So, dann habe ich mir gekauft, wieder nachgekauft, weil ich die sehr gut finde. Und zwar diese Dove-Seife. Genau, also die finde ich sehr, sehr gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Seife benutzt. Oder ob ihr Duschgel benutzt. Ich benutze ja beides. So, weiter geht's. Da habe ich mir was gekauft. Und zwar das hier. Das ist nämlich eine Nagelbürste. Genau, die ist aus Holz. Mit reinen Borsten. Und zwar habe ich mir die gekauft, weil ich hatte immer, als ich Nagellack hatte und den abgemacht hatte, das war aber wirklich nur bei dem Nagellackentferner, wo man den Finger so reinsteckt und so drehen muss. Also die kennt ihr wahrscheinlich. Da hatte ich immer an den Rändern Nagellack. Also immer die Reste. Und die habe ich damit nicht wegbekommen. Und dann habe ich mir so überlegt, wie kriege ich das am besten weg? Dann habe ich gedacht, damit kann ich die dann immer schön sauber machen. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich normalen Nagellackentferner benutze, also einfach so auf so ein Wattepad, dann kriege ich die Ränder auch gut weg. Deswegen habe ich mir eigentlich gedacht, für diese Ränder, Nagellackränder, einfach so die Nägel sauber machen. Ja, also, ja.
Dann geht's weiter und zwar habe ich ein paar tolle Produkte für die Haare gekauft. Ja, ich habe sogar ein Shampoo gefunden, ein sehr, sehr gutes Shampoo. Ein Drogerie-Haarshampoo, ein sehr günstiges Drogerie-Shampoo, womit ich sehr, sehr, sehr zufrieden bin momentan. Ich sage euch auch gleich, welches das ist. Ich habe es jetzt nicht nachgekauft, weil ich das noch habe. Und zwar ist es dieses Fructis-Schadenlöscher, also dieses Orange, ne? Also orangene Verpackung. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin schon fast am Ende und ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Haarshampoo. Und das kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Kostet 2,50 Euro. Aber wenn es bei Rossmann im Angebot ist, kriegt ihr das sogar schon für unter 2 Euro. Ist das nicht super? So, und jetzt das, was ich mir gekauft habe, und zwar habe ich mir eine Shampoo- und Massagebürste gekauft. Ich lese hier gerade für halblanges und kurzes Haar. Passt ja, aber ich denke, das wird auch bei meinen Haaren gehen, oder? Also. Und zwar ist das hier so eine Bürste, hier ist so ein kleines Bild. Und zwar kann man sich dann damit die Kopfhaut massieren. Ich denke, ich weiß nicht, ob das jetzt aufs Trockene hergeht oder ob man das macht, wenn man sich die Haare wäscht. Also ich werde das auf jeden Fall ausprobieren und euch berichten, wie das so ist. Also habt ihr auf jeden Fall schon Erfahrungen mit dieser Bürste gemacht? Wenn ja, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, weiter geht's. Dann habe ich mir von Balea ein Haarspray gekauft, also ein stinknormales Haarspray. Ich nehme mir ja immer eins mit, wenn ich bei DM bin. Und was ich mir noch nachgekauft habe, ist das hier, die Glisco Hair Repair Express Repair Spülung. Diesmal in Türkis. Ich habe ja die pinke Variante und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Weil wenn man lange Haare hat, ist es wirklich schwierig, sie auszukämmen, wenn sie nass sind. Und ja, dann sprühe ich das ins Handtuch trockene Haar ein. Und dann kämme ich sie mit dem Tangle Teaser aus. Und das geht wunderbar, Leute. Also keine Probleme, nix. Das ist wirklich sehr gut. Also mit dem Picken hatte ich keine Probleme. Ich hoffe, das ist genauso gut. Das ist ja eigentlich nur eine andere Sorte. Das ist jetzt für stumpfes und glanzloses Haar. Kostet um die 2 Euro. Und die Packung hält ewig. Ich habe die, ich weiß nicht, wie lange ich die pinke habe, aber bestimmt schon 1, 2, 3 Monate, vielleicht sogar 4. Ich bin mir nicht sicher, aber das hält lange. Obwohl ich richtig viel in die Haare reinmache, hält das lange. Und 2 Euro. Also das ist auch so ein Produkt, wo ich sage, es ist sehr gut und ich kann euch das wirklich sehr empfehlen. So, dann habe ich mir noch etwas auf eure Empfehlung gekauft. Und zwar habt ihr mir das unter das Haarvideo empfohlen, weil ich habe euch, glaube ich, gefragt, was ihr mir für die Haare empfehlen könnt. Und dann haben mir viele das hier empfohlen. Und zwar Balea Feuchtigkeits, Haarmilch, Pfirsich und Kokos für strapaziertes und trockenes Haar ohne Silikone. Das hier. Ich habe das schon in Orange. Ich glaube, das ist für lockiges Haar. Ich weiß, ich habe das noch nie benutzt, weil ich benutze momentan ein Haaröl. Genau. Und ja, das werde ich auch benutzen und ich werde euch berichten, wie ich das finde. Ihr habt mir das halt empfohlen. Ja, und ja, da bin ich mal gespannt. So, weiter geht's. Und zwar habe ich mir gekauft von P2 Cuticle Cream Apricot für spröde und trockene Nagelhaut. Das hier. Das habe ich auch schon benutzt. Ich hatte das auch mal... Das duftet wirklich nach Aprikose. Ich hatte das mal in rosa gehabt und war schon sehr zufrieden damit. Jetzt habe ich das in Orange geholt und ich muss sagen, ich finde das noch viel, viel besser als das Rosa, ne? Also ich bin wirklich sehr zufrieden damit und das ist, damit macht man sich halt, also man schmiert das hier so auf die Nagelhaut. Und ich finde das sehr, sehr gut, also das kann ich euch auch sehr empfehlen. Das habe ich mir jetzt nachgekauft und ja, auch schon benutzt. So, und dann habe ich mir noch gekauft von P2 Cuticle Softener Gel, löst überstehende Nagelhaut, das hier. Und zwar macht man sich das hier auf so, also hier auf die Nagelhaut, nein, hier unten, auf die Nagelhaut. Und dann lässt man das 5 Minuten einwirken und dann nimmt man so ein Holzstäbchen und dann schiebt man hier so die Haut zurück. Und wenn man mag, kann man die dann noch abschneiden. Aber das ist gefährlich, also da habe ich auch schon schlechte Erfahrungen mit gemacht. Aber müsst ihr wissen, ob ihr die Nagelhaut dann abschneiden wollt oder nicht. Auf jeden Fall finde ich das sehr gut. Habe ich auch schon leer gemacht, habe ich mir jetzt wieder nachgekauft. So. Und nachgekauft habe ich mir noch meinen Augenbrauenstift, und zwar diesen hier. Den kenne ich schon auswendig, und zwar ist das der von Catrice. Date with Ashton, die Nummer 020, habe ich auch heute drauf auf den Augenbrauen. Habe ich eigentlich immer drauf, weil ich finde das so, so gut. Und meiner ist schon so klein, also da ist wirklich nur noch sehr, sehr wenig drin. Deswegen muss ich... Mit den Nachkaufen hält sich auch ewig. Ich glaube, ich habe meinen
im letzten Jahr gekauft. Wir sind im Mai, über 5 Monate hält er sich. Also finde ich schon gut. Also und Preis ist da auch okay. Ich glaube 2-3 Euro. Und ihr habt hier so eine Bürste. Und hier ist halt, das ist wieder zugeklebt. Die kleben seit neuestem die Sachen zu. Genau, hier. So, ne, der Stift. Ja. So, kommen wir zu den letzten beiden Produkten. Und zwar habe ich auch wieder was in Sachen Food mitgenommen. Und zwar einmal von Alnatura Kichererbsen. Daraus werde ich nämlich Hummus machen. Hummus? Ja, Hummus. Wer mir auf Instagram folgt, hat es schon gesehen. Ich poste da regelmäßig Food-Bilder. Ja, ich bin so eine Food-Junkie. Und ja, Hummus schmeckt sehr, sehr lecker. Habe ich ausprobiert. Einmal, dann zweimal oder dreimal. Also ich mag es sehr, sehr gerne. Und ja, deswegen Kichererbsen, diese Sesampaste also, oder Sesammus habe ich im Kühlschrank. Das reicht ja für lange und theoretisch braucht man nur die Kichererbsen. Und ja, also Kichererbsen. Und zu guter Letzt habe ich mir noch was gekauft von dieser neuen DM Biomarke. Ich weiß nicht, kennt ihr sie schon? Habt ihr sie schon ausprobiert? Wenn ja, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, weil es gibt ja Alnatura. Und jetzt haben die sogar DM Bio. Jetzt habe ich mir das hier gekauft. Quinoa. Hier sind 500 Gramm und wisst ihr, wie teuer das ist? Das kostet 5 Euro. Eine Unverschämtheit, aber es ist ja Bio und Quinoa ist sowieso teuer. Ja, also Quinoa kenne ich nicht, also kenne ich schon, habe ich schon gehört, aber noch nie getestet. Ich werde daraus ein Gericht machen, also ich werde daraus was Leckeres zaubern. Und ja, wenn ihr Bilder sehen wollt, folgt mir auf Instagram. Ihr findet wie immer alle Links in der Infobox, also schaut da immer vorbei. Dort verlinke ich euch alles. Und ja, also Quinoa. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, wie ihr Quinoa findet oder ob es schmeckt oder wie es schmeckt. Weil ich probiere gerne mal neue Sachen aus. Ja. Und das war's. Das war mein DM-Haul. Schreibt mir gerne, wie ihr die Sachen fandet. Ob ihr irgendetwas kennt. Könnt ihr mir vielleicht noch etwas empfehlen, was ich mir beim nächsten Mal kaufen soll. Dann schaue ich mir das sehr gerne an. Und ja, aber ich werde jetzt wieder eine lange, lange DM-Pause machen, weil ich habe da viel zu viel Geld gelassen. Ja. Aber es hat wieder Spaß gemacht, bei DM einzukaufen. Und ja, ich war auch bei Rossmann. Ja, bei Rossmann war ich auch noch. Da habe ich zwar nicht so viel gekauft, aber auch einiges mitgenommen. Diesen Haul werdet ihr bald irgendwann sehen. Also der kommt irgendwann nach diesem Video online. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Genießt das tolle Wetter. Es ist ja momentan der Wahnsinn mit dem Wetter. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!